So, meine Freunde, willkommen zum neuen Academy Moveset und zwar zu einem Pokémon, welches man momentan relativ häufig sieht, egal ob Battlespot oder Wildfire-Kämpfe. Die Rede ist von Meteno. Meteno, das Meteor-Pokémon mit seinen zwei Formen. Und Meteno ist dahingehend ein besonderes Pokémon, dass seine Ability, also seine Fähigkeit, ziemlich cool ist und dazu kommen wir jetzt. Aber vorweg gucken wir uns erstmal die Statuswerte von Meteno an. Die Meteorform, also die Form mit der großen dicken Schale rundherum, hat 60 KP Base, 60 Angriff, 100 Verteidigung, 60 Spezialangriff, 100 Spezialverteidigung und 60 Initiative. Sollten unsere KP unter 50% fallen, werfen wir die harte Schale ab und wir kämpfen nur noch als Kern und der Kern besitzt dann 60 Base KP, 100 Base Angriff, 60 Base Verteidigung, 100 Base Spezialangriff, 60 Base Spezialverteidigung und 120 Initiative. Wir werden also schneller, können härter zuschlagen und das ist was ziemlich, ziemlich cool ist und dazu kommen wir dann gleich in den Sets. Gucken wir uns noch schnell die Resistenzen an und die Schwächen. Wir haben eine Bodenresistenz und eine Bodenimmunität, ganz klar durch den Flugtyp, wir sind Gesteinflug vom Typing und wir bekommen nur den halben Schaden von Feuer, Käfer, Flug, Normal, Giftattacken und bekommen doppelten Schaden durch Eis, Elektro, Gestein, Stahl und Wasserattacken. Wir haben also das gleiche Typing wie Aerodactyl und können viele coole Sachen damit machen und was das genau ist, dazu kommen wir jetzt. Es gibt wenige Sets, die sich bis jetzt durchgesetzt haben bei Meteno, aber ich habe zwei Sets rausgesucht, die halt wirklich ziemlich cool sind. Und zwar das normale offensive Set mit dem Item Schlohkraut. Und wer es nicht kennt, Schlohkraut wirkt halt dahingehend, wenn eure Werte dezimiert werden, also eure Statuswerte dezimiert werden, zum Beispiel minus 2 Angriff, triggert das Schlohkraut und ihr bekommt die Statuswerte zurück. Wirkt in dem Fall perfekt mit Meteno, da wir den Hausbruch spielen als Attacke und so den Defense Drop wieder reinholen können, haben also plus Init, plus Angriff, plus Spezialangriff und keine Verluste in der Verteidigung. Ist also ein ziemlich cooles Set und so würde ich es euch auch empfehlen, wenn ihr es offensiv spielen wollt. Das Ganze natürlich mit der Ability Limit Shield, die euch, by the way, nicht verbrennen lässt, nicht paralysieren lässt. Ihr habt praktisch ein Schutzschild gegen Statusattacken und habt halt den Defense Boost bis 50% der KP. Dann sprengt das Schild auf und ihr kämpft als Kernform weiter. Wir haben die EV verteilt, 4 auf Verteidigung, 252 auf Angriff und 252 auf Initiative. Wesen spielen wir froh und mit den Attacken Akrobatik, ganz klar, sobald das Schlugkraut getriggert ist nach dem Hausbruch, macht Akrobatik mehr Schaden. Dann haben wir die Steinkante und den Steinhagel als Gesteins-Step-Move und Erdbeben als passender Move, gerade gegen Elektro-Pokémon, gegen Star-Pokémon ziemlich gut. Und wie gesagt, der Hausbruch ist zum Boosten. Das ist ein offensives Meteor-Set, was ich eigentlich auch selbst meistens spiele. Das Ganze geht auch noch speziell offensiv mit Juwelenkraft und mit Zauberschein. Ob ihr das aber so spielt, ist eure Sache. Ich kann euch das Physische empfehlen, weil das Physische weitaus bessere Moves hat als das Spezielle. Und es gibt noch ein Set, was ich ebenfalls noch ziemlich gerne spiele. Das ist das Lead-Set mit dem Item Focus Gurt. Wieder Fähigkeit Limit Schild, 4 in Verteidigung, 252 Angriff, 252 Initiative. Wesen ist ebenfalls froh mit der Attacken Tornsteine, ganz klar als Hazardleger. Steinkante, ich würde euch eventuell noch empfehlen, Steinhagel, Steinkante abzuwägen, was ihr lieber spielen wollt. Dann die Kehrtwende zum Rausswitchen und die Explosion als letzter Ausweg, um dann nochmal ordentlich Schaden zu drücken. Das sind so die Sets von Meteno, die ich persönlich sehr, sehr gerne spiele. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr an Meteno mögt, was ihr da ganze Set spielt. Ich bin gespannt und werde dann wie immer einen großen Post machen, wo ich eure Sets sammle und die dann noch am Anfang des Videos anpinne. Von daher lasst die Kommentare gehen. Wir sehen uns im nächsten Guide wieder und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein kleines Däumchen nach oben da. Bis dahin, haut rein und ciao.